Willkommen bei Hassel erklärt die Welt. Gerne. Schalten Sie immer wieder ein, wenn Sie Dinge lernen wollen. Und wenn Sie noch mehr lernen wollen, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Channel. Dankeschön. Ich freue mich voll. Ist es? Ich lasse mich überraschen. Ich hätte gerne gewusst, welche Größe das hat. Aber egal. Egal. Ich gucke einfach. Es wäre süß, wenn das so ein ganz kleines wäre. Und ich so ein süßes kleines. Oh nein! Wie kann ich nochmal Quali rufen? Oh nein! Beruhigen Sie sich! Wir müssen hier mal über Erziehung reden, ja? Dass man nicht anderen Leuten einfach so in die Füße pickt. Ja, jetzt brauchst du gar nicht so rumzuschreien. Hallo! Hallo! Ah! Ich bin tot! Ich sehe es immer noch nicht. Hä? Oh! Es ist so dumm. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Haben wir Links- oder Rechtsverkehr? Jeden Verkehr, der dir lieb ist, dann. Oh Gott. Gibt es auch ein Ziel? Ja, wir müssen zur Mama. Was? Was? Was denn? Ist das in meinem Gesicht? Ich glaube, es ist in meinem Gesicht. Es ist so viel schlimmer, wenn ihr dabei zuguckt. Ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr versteht, dass das alles nur Spaß ist. War. War. Spaß. Habt ihr mich gehört? Spaß. 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 Dankeschön. Guck mal an die Kinder da oben dran. Boah, ey. An die kommt man gar nicht dran. Boah, die nerven mich auch. Zur Hölle mit euch. Boah, ey. Gut an Edupes. Er ist nicht besonders schlau. Er ist ziemlicher Fachidiot. Er spielt immer hier seine gleichen komischen. Wie heißt das komische Spiel, was er den ganzen Tag spielt? So Rimworld, irgendwas. Und sonst kann er eigentlich nicht besonders viel. Weiß auch nicht. Besonders viel. Er hat letztes Mal gegen Eddie relativ deutlich verloren. Mhm. Also, er ist kein völliger Anfänger bei Zugzwangniveau. Ganz, ganz liebe Grüße an EdoP, dem ich keinerlei Schuld daran gebe, dass wir sehr unverdient das SpongeBob-Quiz verloren haben gegen Matteo und Leon. EdoP, es ist nicht deine Schuld, dass du die ersten vier Runden hier nichts wusstest. Das ist, habe ich schon lange vergessen. Der Chat ist heute wieder sehr eingeölt. So gefällt mir mein Chat, eingeölt. Ojo. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Na, 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 und die Sorgen fort. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von welchem Ort. Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Steinen, entdeckst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier doch, 2, 3, 4. Wer ich? Ja, du. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir, es kommt zu mir, es kommt zu dir. Er hat doch schon gesagt, so, es ist so eine Eigenkreation, daran muss ich mich gewöhnen. Da dachte ich, nee, ich als junger hipper Typ, guck mir das mal an, aber wenn du es empfiehlst. Ich fand es richtig gut, also ich habe richtig, so ein bisschen wie Succession in Western. Ja, so, aber im modernen Könnte Western. Könnte das ein Meme werden? Aber Kevin Costner ist schon richtig coole Socke. Aber Shogun habe ich auch schon jetzt sehr oft gehört. Und kennst du noch das Original, ich sag, also, was heißt Original? Das die Serie aus den 80ern mit Richard Chamberlain. Aber ich bin so verwirrt, weil ich die ganze Zeit denke, okay, wie heißt das jetzt nochmal? Werfen oder schmeißen? Werfen oder schmeißen? Aber die war auch gut. Also ich habe die als Kind, ich erinnere mich nicht mehr so wirklich dran, aber die lief immer so als Kind. Bedeuten für mich das Gleiche. Werfen und schmeißen. 16, 17, ja. aber die habe ich als Kind lief die immer im Fernsehen. Ich glaube, ARD-Abendprogramm oder so. Nein, haben wir, lief auf jeden Fall immer bei uns. Bei Smash Lunatic läuft es nicht. Der Läufer fällt. Und jetzt droht Schachmatt auf H2.
So nennt sich dieses Feld hier. Was haben wir noch? Gyros. Und was haben wir noch? Gyros. Und was haben wir noch? Gyros. Und was haben wir noch? Gyros. Ich kann nicht so richtig sagen, wie die Stärken dieses Mal verteilt sind. Ich habe mit Haselnuss gespielt. Ein bisschen. Haselnuss. Vor 2-3 Tagen, da muss ich sagen, das war noch sehr im Anfängerbereich, also wirklich man muss die Eiskugeln noch erklären. Ey, das stimmt gar nicht. Die hat aber seitdem viel gespielt und auch unter anderem mit dir. Ey, das stimmt nicht. Und mit Zun gestern gespielt. Da weiß ich nicht, wie viel er gespielt hat, aber das wirkte schon. Ja, bitte. Käme es an? Ja, ich wollte mich nicht ausziehen. So schnell ziehe ich mich gewöhnlich nicht aus. Schwerter und Diamanten, VIPs und Mods. Was? Holy, was ist das? Was? Holy, wolltest du mir jetzt wirklich erklären, was Schwerter und Diamanten sind? Boah! Ja. 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 Wisst ihr, was ich noch habe? Saure Milch! Ja. Ja, weiß auch nicht, was mit der los ist. Ja, überhaupt keine TikToks. Das war mein erstes. Ich mache überhaupt keine TikToks. Ach so, mit Maluna, ne? Oh, das Maluna war auch so lieb. Oh mein Gott, wie lieb. Oh mein Gott. Ich hätte mich noch gerne ein bisschen länger mit ihr unterhalten. Also ich habe halt kurz Hallo gesagt und dann kam aber jemand und wollte was von ihr und deswegen hatten wir nicht so viel. Aber ist ja unglaublich süß. Oh, so cool irgendwie. Maluna ist wirklich cool. Soll ich dir zeigen, wie man eine Brille aufsetzt? Kann ich dir nicht zeigen, weil ich nicht weiß, wo meine Brille ist. Aber du kannst den Brillenbügel nehmen und ihn erst neben dein Auge packen und dann ein bisschen ziehen und dann den anderen Bügel über das, ne, und dann so reinschieben. Flup. Flup. Reinschieben. Sie hat's gesagt, ja. Okay, ich schlafe. Was soll das? Muss ich schon wieder kacken? Fuck! Der ist neu! Der ist neu! Der ist neu! Ich dachte die ganze Zeit, hier ist doch noch was! Und ich gehe. Wo fuck ich das denn jetzt hin? Keine Taschen. Problem. Ja. Wartet, ich gehe mal ganz kurz in die Ecke und schieb's mir unter das Kleid. Bringt mir das dann. Dann schmeißt der mich hier, dann schmeiß ich den da. Und dann habe ich den König. Oh, das? Der hat meinen König. Was? Danke, danke. Geld ist ja ekelhaft. Geld ist ekelhaft. Lassen Sie Ihr ekelhaftes Geld bei mir. Das ist gar kein Problem. Ich kümmere mich um Ihr ekelhaftes Geld. Nuss von die Alot. Das hört sich an wie eine Beleidigung. Ist es überhaupt lang genug? Was ist was für ein Ding? Die Alot. Ah, ich habe es falsch gelesen. Mein Herz ist mir gerade da hinten rausgeplumpst und es ist dort liegen geblieben. Aber ich danke euch recht herzlich für die Nominierungen. Dankeschön an alle Streamer und Communities, die für mich gevotet haben. Und dann hätte ich einen Blackout gehabt. So.
ich kann das drehen. Bestimmt. Wenn ich jetzt hier hingehe. Da? Katsching. Dann würde er nicht hier hinkommen. Warte, dann soll ich... Was passiert ist? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen! Dein Schwert ist so lang. Das ist viel größer als er selbst. Oh, das ist schon ein bisschen hart geworden. Was? Oh, er ist fallen lassen. Die, nee. Oh nein, bitte nicht im Auto kacken! Dir gefällt die Dynamik im Chat? Oh, ey, kann ich auch mal ein A haben? Aus Bauchnabelfusseln und Ohrenschmalz kann man tolle Geschenke für die Familie basteln. Absolut, absolut. So kurz, sowas will man nie hören. Ey, das ist doch jetzt scheiße! Mann, verpiss dich, wo ist mein Dings? Boah! Guckt euch diese süßen Augen an. Er freut sich auf den Film. Guckt mal. Serie. Oh, die Serie. Ich meinte natürlich Serie. Habt ihr Popcorn? Habt ihr Snacks? Komm, sag doch mal was. Mich stört immer noch, dass ich an dieser Jogginghose keine Tasche habe. Nicht mal so eine am Popo, so eine kleine, wo man so mal kurz was reinstecken kann. Die ist einfach so taschenlos. Boah, macht mich das aggressiv, ey. Boah. Läuft Twitch so schlecht, dass du jetzt Regale einräumen musst? Ja, so ist es. Ist das alles ein ehrenwerter Job? Willst du Stress oder was? Boah, ey. Weißt du, mach doch mal selber den Job hier. Oh, ganz ehrlich. Aber eigentlich will ich hier nur Lithium. Lithium und... Ja, ich will vor allem Licht hier raus. Und Magnetit, glaube ich. Und ich dachte, ich laufe mal so ein bisschen in die Richtung. Ich bitte Sie! Sir! Wie süß! Da ist so eine kleine Eichel dran. Liebe alles. Oh nein, falsch. Falsch. Nein! Ich bin sauer. Nein! Oh, du bist Blei. Toll. Nach nur 13 Stunden streamen würde ich bei solchen Wortwitzen irgendwas oder irgendwen an die Wand klatschen. Alles gut. Mir geht's super. Super. Boah, guck mal in den Lager! Boah, mein Gott, ist der cool! Sorry. Zu cool. Wer will sich denn bitte auf sowas draufsetzen? Oh, da ist ein Kick zwischen der Kacke! Ich bin tot! Ja, wie soll ich denn jetzt noch einen Zug machen? Hä? Ach so. Schon scheiße. Ach nö, Mann, guckt euch das schon wieder an! Mann, man kann nicht mal ganz kurz irgendwie weggehen! Hey! Ich will nicht! Ich hasse dich. Dankeschön nochmal für 5 verschenkte Abos. Dann Follow. Dankeschön. Joa. Und jetzt? Greift mich schon wieder ein Scheißhase an?
Bitte! Was ist denn los? Ich hasse diese Drecksdinger, ne? Irgendwie so. Warum bin ich eigentlich immer am lautesten, wenn das Fenster auf ist? Oh, man sieht ja den Boden da unten. Ziemlich wie Fred Feuerstein, ey. Wie ist das Loch da reingekommen? Vergleichen? Sephiroth. Schon in meiner Kindheit habe ich es gespürt, dass ich nicht wie die anderen war. Ich habe mich schon immer besonders gefühlt. Doch so... Ich hab schon immer besonders gefühlt. Hatte ich es nicht gemeint. Beim Fan-Treffen erstmal die Stuhlgewohnheiten seiner Community besprechen. Nee, jetzt könnt ihr euch auch selbst zu Herzen nehmen. Alles gut, alles gut. Beschäftigt euch mit eurem Körper. Ich habe jetzt einfach im Auto gekackt. Was? Leute? Hilfe! Ich kann... Ab da unten! Oh mein Gott, ich bin so dumm! Ich bin tot! Ich komm nicht rüber! Ja, ich glaube, wir können nach Rust drüber. Ey, aber ein A! Guck mal! Tschüss.